Ja, wenn das so ist. Und da, also offenbar, ist das bei sowas. Es ist irgendwie random. Also entweder während der Mission, wir haben diese Aufgabe jetzt gemacht und diesen Fortschritt vorangebracht jetzt. Oh. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Watch Dogs Legion auf dem PC, Folge 22, ne? Ne, 21. Folge 21. Wir sind immer noch bei der Rekrutierungsmission jetzt von dieser Albion-Mitarbeiterin, die offenbar keinen Bock mehr darauf hat. Und mit der können wir dann da einfach reingehen. Ein bisschen rumsabotieren. Das ist doch an sich eine ganz schöne Geschichte. Dazu müssen wir aber erstmal ihrem Freund die Medikamente beschaffen. Ja, der Arzt, der keiner mehr ist. Schön überteuert und suchtmachend weiter vertilgt. Sag mal, was läuft da eigentlich? Warum läuft da eigentlich irgend so eine komische Star Wars Melodie im Hintergrund? Ich hab doch hier nichts laufen, oder? Da ist der Laptop. Laptop. Reagieren auf die Situation. Augen auf! Was zum Teufel? Ja. Haben wir nicht schon mal? Ich habe die Zielperson verloren. Das wird wehtun. Junge, sind die eigentlich behindert? Oh, gut dann. Wie zu behindert sind. Muss ja nicht mal dann hinten. Laptop abgegriffen. Begib dich in Sicherheit, während ich die Daten analysiere. Ich dachte schon, es wäre irgendwie schwer. Ich habe das Mob-Lager gefunden, wo die experimentellen Medikamente gelagert werden. Ich bin sicher, Mary Kelly hat nichts dagegen, wenn du ein paar mobst. Ja, gut, ne? So, den Van mit den Medik... Siehst du? Merkt ihr, was ich meine? Das ist doch... Das ist doch wirklich... Also, komm. Das ist schon irgendwie immer ein bisschen mit Absicht, oder? Ist schade. Dass man 90% der Missionszeit damit verbringt, quer durch die Map zu fahren. Thank you.
Lalalala. Ah, Digga, weg. Was ist denn mit dem Navi hier schon wieder? Da wurde er mich hier wieder langführt durch so enge Gassen. Och, einfach nur belastend, so weit zu fahren, ey. Oh, der Bus auch läuft bei ihm, Alter. Oh, ja. Nur noch 1000 Meter. Ja, die Map ist schon echt schön groß, ne? Das muss man einfach sagen. Aber gerade so ist es ein bisschen zu groß. Naja. Schauen wir mal. Ja, das ist echt cool. Also viele Gebäude sind ja auch begehbar und so. Das ist schon gut gemacht. Die Autos sind ein bisschen zu langsam immer. Ich erfasse in der Nähe ein Fahrzeug mit Medikamenten für mindestens 2 Jahre. Das sollte mehr als genug sein, um den Freund unserer Kontaktperson zu entwöhnen. Super. So ist anders belastend. Der Typ hat den Schlüssel, ja. Mal Gelegenheit damit zu sagen, dass es. Okay, offenbar. Sie ist eine sehr gut platzierte Albion-Informantin, in Fachkreisen auch Spitzel genannt. Und wenn ich eins über Londoner weiß, dann, dass sie es immer zu schätzen wissen, wenn eine Ratte ihre gerechte Strafe erhält. Gut gemacht. Danke. Das ist das Fahrzeug mit den Medikamenten. Bitte zerstöre es nicht. Hab das Fahrzeug. Was jetzt? Ich habe einen sicheren Ort gefunden, wo unsere Freundin die Lieferung abholen kann. Ich schicke dir die Koordinaten. Ja, wenn das so ist. Und da, also offenbar, ist das bei sowas. Es ist irgendwie random. Also entweder während der Mission, wir haben diese Aufgabe jetzt gemacht und diesen Fortschritt vorangebracht jetzt. Oh. Ich habe mich für dich drum gekümmert. Die Medikamente sind an einem sicheren Ort. Bagley schickt bald die Koordinaten. Gute Besserung für deinen kranken Freund. Ich schulde dir was. Detzek sucht nach Widerstandskämpfern. Und du scheinst den Widerstand in dir zu tragen. Wie wär's, wenn du ihn entfesselst? Ja, ich glaube, wir geben ein gutes Team ab. Es wurde eine feindliche Person an ihrem Bestand gemeldet. Wir machen das nach vorne. Wir haben jemanden von Albion in unserem Reihen. Sagen wir Bescheid, dass es soweit ist. Belastend. Reifen. So, wechsle zu einer Albion-Wache. Zack. Wechsle zu einer Albion-Wache.
Ach. Kampf nicht verfügbar. Na toll. Zentrale, wir haben keinen Sichtkontakt zum Ziel. Ende. Achso, so eine Symbole sind das, die zum Beispiel dafür sorgen. Verstehe ich langsam. Okay. Cool, so wissen. Zack. Den würde ich jetzt gerne vornehmen. Sehr gut. Leider gerade nicht gesehen, was die an besonderen Sachen hat. Zäh, mutig, dämlich. Zwei davon reichen aus, dich uns anzuschließen. Meint ihr, sind alles davon? Yes, ich bin bereit, mit euch auf Jagd nach Abschaum zu gehen. Sehr gut. Nigel Kess Treffen beginnt gleich. Nähere dich dem Tower auf London, wenn du bereit bist. Landrock? Nein, es ist kein Range Rover. Gucken wir doch mal jetzt. Da müssen wir jetzt undercover ohne Probleme reinkommen. Ist doch super. Von mir, haben, wissen Sie noch nicht, dass du die Springerstiefel an den Nagel gehängt hast. Setz einfach dein harmloses, dem System ergebenes Gesicht auf. Oh, und ist an. Okay. Ist deine Uniform nicht. Cool. Infiltrieren. Einige Agenten haben Zugang. Aktiviere die Uniform. Wachen können Verdacht schöpfen. Wenn du verdächtige Aktionen, ja, renne am besten nicht und komm mir noch nicht zu nah. Okay, das gleiche wie jeden Tag. Sieht super aus. Deine Ex-Kollegen werden dich nicht bemerken, wenn du sie nicht so genau hinschauen lässt. Untersuchung wird durchgeführt. Hey. Die Drohne, Mann. So, das Ding ist... Realisiere den VIP. Okay. Ja, ich würde es gern machen. Okay. Offenbar war dieser widerliche Nerd diejenige, die dem Stadtteil die Hilfslieferungen entzogen hat, damit alle schön brav auf Albion hören. Heutzutage kann man mit einer Tabelle mehr Schaden anrichten als mit einer Drohnenflotte. Na toll. Ja, stark, wa? Hehehehe. Okay, da ist ein Key drinne. Augen auf. Sie ist hier. Hier ist alles sauber. Wohin jetzt? Wir werden dich finden.
Das ist wirklich die Frage, ne? So, hier ist das. Aha. Patrouillenmodus neu gestartet. Okay, wir sind schon mal drinne. Das ist aber wieder spaßig. So. Okay. Eine Warnung, jetzt wo wir drin sind. Eine Störung reicht und Nigel Cass wird sein Treffen absagen. Lass dich nicht von deinen früheren Kollegen entdecken oder die Operation ist gelaufen. Ja, in diesem Stockwerk hat Nigel nichts Wichtiges. Du scheinst viel mehr über ihn zu wissen als die meisten anderen. Naja, ich war auch bei Albion, falls du das noch nicht gerafft hast. Cass und ich waren Freunde. Ich habe ihn bewundert. Er war unglaublich. Ein Technikgenie. Und ich stand total auf so Zeug. Tja, ich wollte sein wie er. Darum habe ich mitgemacht. Im Ernst jetzt? Habe erst später rausgefunden, dass er ein scheiß Killer ist. Wo muss ich jetzt lang eigentlich? Dieses neue Projekt, das du Direktorin präsentiert, wendet das Blatt. Ich kann es kaum erwarten. Es wird unsere Arbeit so viel einfacher machen und sicherer. Meinst du nicht, dass es gewisse Aspekte alles läuft unserer Arbeit überflüssig ist? Mr. Cass ist nach wie vor kein Fall. Direktor Cass kümmert sich um seine Leute. Das weißt du. Stimmt wohl. So. Mist. Okay, warte. Für diese Tür braucht man offensichtlich einen Sicherheitsausweis. Na toll. Nutz einen der Computer in der Nähe für deine Fälschung. Sei vorsichtig. Oh, du willst nicht wissen, was Nigel mit Eindringlingen macht. Warst du mal da draußen? Es gibt Teile der Stadt, die müssen mal mit schweren Stiefeln bearbeitet werden. Verstehst du? Ja, ich verstehe schon. Aber es gibt immer ein Element, das sich darüber widersetzt. So, gib mir ein Kartending, Alter. Es wird etwas dauern, bis die Fälschung fertig ist. Zur Beschäftigung habe ich hier ein paar Bilder und eine Aufnahme aus der internen Untersuchung zum Tod von Cass Senior. Lass mal sehen. Internes psychologisches Gutachten. AS-001. Cass, Nigel. Mr. Cass hatte ein traumatisierendes Erlebnis, als er den Mord an seinem Vater Gareth Cass, CEO von Albion, mit ansehen musste. Schon bald nach dem, was er Ereignis nannte, entwickelte er entsprechende Symptome. Mr. Cass litt anfangs unter Schlaflosigkeit, Paranoia, Schuldgefühlen und Albträumen. Mit der Zeit konnte er seinen Zorn und die von ihm beschriebene Kraftlosigkeit in seine Arbeit kanalisieren, um Albion zu einem, Zitat, Mechanismus zur Früherkennung unberechenbarer Gewaltakte zu transformieren. Es ist eine Art Manie an der Schwelle zur Psychose. Ich habe Bedenken, ob Mr. Cass in der Lage ist, ein multinationales Sicherheitsunternehmen zu leiten. Doch ich kann zu diesem Zeitpunkt keine weitere Empfehlung treffen, als die, ihn weiter zu beobachten. Vor allem, da ich aufgefordert wurde, seinen Fall zu schließen. Tja, anscheinend hat Cass echte Probleme. Wäre nett gewesen, wenn er das getan hätte, bevor er für die Sicherheit Londons zuständig wurde. Tja, Nigel stand eigentlich nie jemandem nah, außer seinem Dad. Und mir vielleicht. Er hat den Menschen nie wirklich vertraut. Also, der Pass ist bereit, aber mehr schlecht als recht. Wenn diese Widerstandsgeschichte nicht funktioniert, solltest du dein Geld nicht mit Dokumentenfälschung verdienen. Probieren wir es trotzdem. Nigel Cass wartet. Okay.
So. Aus. Die Deadline rückt immer näher. Es wäre schlecht, sie zu verpassen. Er spricht gerade mit den Anteilseignern. Ich weiß, aber wenn ich das... Bin. Willkommen bei Projekt Themis. Unsere neuen autonomen Drohnen. Diese Drohnen identifizieren, isolieren und terminieren Bedrohungen, bevor sie Schaden anrichten. Sie können überall hin. Sehen alles. Sie töten ein Ziel allein in einer Gasse oder in Menschenmassen mit perfekter Präzision. Themis-Drohnen können tun, womit Menschen immer Probleme hatten. Handeln. Unverzüglich und entschlossen. Ohne Ihre Unterstützung könnte ich nicht hier stehen und Ihnen sagen, nein, Ihnen versprechen, dass mit dem Start von Projekt Themis London die erste Stadt der Welt sein wird, die wirklich sicher ist. Moment mal. Cass, ich hatte gehofft, die Stimme kenne ich doch. Geholt, um über die moralische Seite zu reden. Nein, schon okay. Der Commissioner macht sich Gedanken, so wie wir alle. Ich schätze seine Leidenschaft und Hingabe. Reden wir darüber. Nun... Zum einen, wie geil. Themis geht weit über Albions Mandat hinaus. Wir sollten die Regierung wirklich stärker einbeziehen. Verstehe, Start verschieben, um über die Details zu reden und sie einzuordnen. Die menschliche Seite wird außer Acht gelassen. Ich kann den Verteidigungsminister anrufen, jetzt sofort. Wenn Sie darauf bestehen... Die menschliche Seite hat uns erst in diese Situation gebracht. Jetzt wird nicht mehr geredet, gezögert oder gerätselt. Bitte verstehen Sie. Ich lasse nicht zu, dass jemand, mich eingeschlossen, Themis sabotiert. Also, werden unsere Freunde bei Tidus bereit sein? Sie sind schließlich ein Stützpfeiler dieses Projekts. Müssen Sie noch irgendwelche Dritte konsultieren? Nein. Wir werden bereit sein. Und gerade zur rechten Zeit. Kriminelle beherrschen unsere Straßen. Illegale bedrohen unsere Familien. Und der Polizeikommissioner selbst wurde von Terroristen ermordet. Entschlossenheit ist schwer. Aber das Beste ist... Sobald die Entscheidung getroffen ist, muss keiner von ihnen mehr etwas tun. Achtung! Aufgrund eines Datendiebstahls wurde eine gebäudeweite Razzia angeordnet. Ich hatte dich wegen der Fälschung gewarnt. Deine Uniform wird helfen. Sie dürfen dich nur nicht zu genau ansehen. Ich brauche einen Ausgang, Bagley. Die Katakomben. Erstmal, ich habe überhaupt nichts davon gewusst. Dass Gronkh einfach wieder eine Synchronstimme hier drin hat und dann noch von dem Hauptschurken hier jetzt aktuell, ist das geil. So, von dieser Folge soll es erstmal gewesen sein. Nächste Folge kämpfen wir uns dann hier raus. Bin mal gespannt, ob uns das gelingt. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.